Im ersten Semester des Masterstudiengangs Psychology and Management liegt der Fokus auf der Vermittlung fortgeschrittener Kenntnisse der Wirtschaftspsychologie und der empirischen Methodik. Beispielhafte Kurse sind hier die allgemeine Psychologie, die Sozial- und Persönlichkeitspsychologie oder auch die klinische Psychologie und im Methodenteil die qualitativen Forschungsmethoden und der allseits beliebte Kurs Angewandte Statistik. Im zweiten Semester gehen Sie dann weiter in die Tiefe und wenden die Erkenntnisse aus dem ersten Semester an. Sie entscheiden sich entweder für den Schwerpunkt Human Resources oder für den Schwerpunkt Marketing. Sie absolvieren ein eigenes wirtschaftspsychologisches Forschungsprojekt und Sie absolvieren außerdem ein Beratungsprojekt, entweder im Bereich HR oder im Bereich Marketing mit einem unserer renommierten Praxispartner. Im dritten Semester gehen Sie dann ins Ausland. Sehr beliebt sind hier UK, Amerika und Australien. Und im vierten Semester schreiben Sie an Ihre Masterarbeit und haben dann schon Ihren Masterstudiengang an der ISM abgeschlossen.